Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ja, eigentlich nichts gemacht. Wir haben versucht, hier, wir sehen uns den Pack, hier den Turm schon mal zu erledigen. Wir haben eine Mission von der Railroad angenommen, wo wir hier ein paar Sachen plündern sollten, um die Effizienz der Railroad um 2% zu erhöhen. Geil, ne? Und wir haben diesen Saufkumpan nach Good Neighbor cool geschickt. Dürfte eigentlich bald. Ja, super. Mein Gott. Und ja, mehr eigentlich nicht. Wir sind noch mitten drinne, als nur dabei. Und mal. Wenn die Kampfmusik nicht hier die ganze Zeit wäre, ne? Würde ich mich viel ungenervter fühlen. Aber nein. Gut, dann gehen wir mal. Wo auch immer sie gerade ist. Hey. Hier gibt es auch noch einen Aufzug. Okay. Aber. Okay. Danke. Gelernter Hut. Damit. Okay. Für ein Gatling Laser hier die Munition. Oh, Munition, genau, das brauche ich gerade. Okay. So einen Aufzug nehmen. Mir geht das so auf den Nerven. Ich bin eindeutig irgendwie so 3-4 Etagen wahrscheinlich unter. Ja, ne? Die ganze Zeit muss ich mir anhören. Hä, wo ist denn da? Wo? Was? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Oh Gott. Einer. Hat sich den falschen Leuten angeschlossen anscheinend. Ja. Oh, was? Nein. Haben direkt schon wieder irgendwelche überpowerten Typen. Mutierst du sowieso jetzt? Ja, genau. Ja, ich eigentlich stärker. Ich habe nicht irgendwie so das Gefühl. Ja. Gott. Wo ist McCready? Kann mir mal helfen. Oh nein, der hat sich schon wieder irgendwo anders hingeglitscht wahrscheinlich. Ich sehe doch. Sicherheitsabstand bitte. Ja, ich bin tot. Wollen wir dich jetzt nicht treffen? Nein. Aua. Sehr gut. Bin gleich wieder voll, kann das sein? Haben die legendären Einheiten irgendwie schlauer gemacht? Weil der eine, der ist auch die ganze Zeit hinter mir hergerannt. Dieser andere Gunner. Finde ich nicht gut. Weil mich vor deren Schaden zu verstecken ist das Einzige, was mich rettet. Wenn die jetzt immer auf mich zukommen, kriege ich hier so leichte Probleme. Du bist noch normaler. Welche Waffe nehme ich denn? Nehmen wir mal Kellogg's Pistole, dafür habe ich noch Munition. Kuckuck, ma. Kuckuck. Kuckuck.
So. Ja, noch mehr Aufzüge. Also gar nicht ruinen sollst. Wo ist McCready? Technische Dokumente, geil. Ich überlege, ob ich die offscreen mal abgebe, weil ich kriege ja nur Geld. Wenn er mir halt eine Mission irgendwann mal gibt, wenn ich, weiß ich nicht, 100 Stück oder was, was ich irgendwie abgegeben habe, dann werde ich dann halt nochmal zu dem hingehen. Ja, ich glaube, die kämpfen hier wieder gegeneinander, ne? Weiter. Ich komme so da um die Ecke, ne? Der kommt. Ich komme erst so nach oben geflogen. Gefahren. Und erst weiter macht es direkt auf die Tür ziehen. Tschüss. Oh Gott, ich wäre weiter tot gewesen. Schön. Wo kommt der jetzt hier runter? Nee, ne? Elfter Stock, was? McCready, wo bist du? Du kannst als mein, oh, weil, kannst als mein Schutzschild agieren. Was zum? Ich kann nicht so weit. Ich kann meinen Kopf nicht so weit hochstrecken, komm runter. Los, komm. Warte. Warte. Geil. Hallo, na? Das sieht so Batman aus. Komm hier runter, wenn du ein Mann bist. Los. Ich kann meinen Kopf nicht so hoch machen, das gibt's nicht. Oh, kommst du da runter? Er wartet jetzt da vor der Tür. Wenn ich da hoch gehe, gibt's gar nicht. Na, warte. Einer. Ah! Schön, einfach da durch. Oh. Unbedingt mehr Schrotflintenmunition. Okay. Erinnert mich ja so sehr an den Trinity Tower, wo Strong ja bekommen haben. So, ich muss jetzt hier rausgehen, okay. Aber wir sind wahrscheinlich sehr weit oben jetzt, ne? Na gut. Pistole würde ich gerne öfter benutzen, aber wie nennt man das, die Feuerrate ist richtig beschissen. Ich schieß einmal, dann muss er sich erst wieder so beruhigen, dann schießt ich wieder. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Mal gucken, ob ich das verbessern kann. Ich glaube aber nicht, dass ich das schon längst gemacht. Wo ich habe noch nicht, ich hab kam irgendwie nicht dazu, hier
Ich habe mich die ganze Zeit um den Siedlungen hier so gekümmert. Deswegen habe ich jetzt keine Zeit irgendwie gehabt, hier die Waffen zu verbessern. Ein bisschen doof ist. Das, was ich gemacht hätte, ist, bei meinem Fatman aufzuballern. Weil ich habe so einen Verdacht, was die Verbesserung für einen Fatman macht. Wir wären einfach nur krank. Ich will deine Eingeweide aus der Kraft. Hey! Zu nah, zu nah. Anscheinend nicht nah genug. Was? Ich dachte, du wärst tot jetzt dadurch. Boah, meine ganze Munition. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Ach, da bist du endlich mal lange. Ich habe voll viel Schrot verbraucht hier bei diesem Kampf. Oh, guck ich da meine an. Hey, da ist das Schiff. Boah, ich dachte, jetzt stand Life is Strange. Videospiel, Werbung in einem anderen Videospiel, okay. Da will ich hin. Kann man da hin? Ich glaube ja, weil die ist auf meine Karte angezeigt. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich kann dahin, geil. Ich dachte jetzt, wo das gegen den Berg geknallt ist, Berg, gegen den Turm geknallt ist, könnte ich dann immer hin, aber anscheinend doch. Na, fliegt das Ding noch mal irgendwo hin, das wäre auch geil. Das wäre echt geil. Wer hat alles überhaupt passiert, wenn ich, na? Wer hat überhaupt passiert, wenn ich mich diesen anderen Leuten angeschlossen hätte, anstatt den. Zum. Ich Boah, ich wiege weiß schon wieder zu bereits. viel. Oh, hallo. Ja, wäre gar nicht passiert, wenn ich. Au, was? Ah! Bin gleich tot, ihr Säcke. Ah! Was zum. Wir spielen, kleiner Mensch. So ein Stück von der Power-Rüstung an deinen Rücken. Das ist wie dieses Ventil von der Power-Rüstung. Oh Gott. Das Ding explodiert. Nee, nee. Alter! Wir waren vorhin nicht so viele. Warum kämpfe ich eigentlich mit Nahkampfwaffen gegen zwei Nahkämpfer? Nein, warte. Boah. Meine Beine. Mann. Alter. Wo kam die auf einmal her? Und wo war auf einmal MacReady? Weil er war gerade da und jetzt ist er wieder weg. Geil. Wie so, vorher kannst du schon auf dich schießen. Ne, so ist das nicht. Oh, das ist nicht gut. Toll, ich habe hier einen Speicherpunkt gemacht. Geil. Kannst du mal aufhören, Dinge zu werfen? Oh, oh mein Gott. Sieht dann auch gleich aus. Das ist ein anderer Typ. Ich weiß nicht, ob mich da gesehen hat. Ich habe jetzt vermutet, den zu triggern. Ist der andere Typ, war noch einer irgendwo. Speichern wir mal hier, damit ich jetzt nicht mal so ein Abfuck respawn hab. Da. Alter. Fängt er seinen eigenen Kollegen da vom Dach. Du da hinten schießt mich ab, ehrlich? Au. Oh. US Constitution, rette mich. Wo ist der Umfeld, die mich von. Alter, wo denn?
Hast du ihn getroffen? Ich hätte schwören Was ist können. hier los? Du, komm her. Alter, was ist hier los? Hör auf bitte so viele Granaten zu werfen, das ist nicht gut. Das Weg, McCree. Hey, irgendwie Priorität 1 von den Gegnern. Mittlerweile habe ich das Gefühl. Also Düsenantrieb. Komm mal. Irgendwie trifft er mich auch nicht. Ich will aber auch nicht manchmal. So. Meine Güte. Ich will doch noch gucken, wo der eine hingeflogen ist. Da ist schon wieder so einer. Was war denn gut gemacht? Nächste hier so, ouch! So. Kritischer Treffer. Die Waffe jetzt für kritischer Treffer echt gut. Bald wird sie noch stärker. So. Du da hinten, ne? Wow. Ich nutze sie sowieso nur meistens für kritische Treffer, also kann ich ruhig ein bisschen jetzt hier ballern, würde ich sagen. So. Eieiei. Da komme ich wieder nach unten, nehme ich an. Hätte ihn einfach runtergestopft, ich finde das immer so geil. Da komme ich her, also hier noch. Der Mann mehr ist ja auch gar nicht, oder? Geile Hütte hier. Hier lässt sich doch wohnen. Mein Ausblick von hier oben an. Nein, boah. Aber schwimmen gehen mit Creedy. Das wird so hart. Okay, wie kommen gar hin? Haben die da hinten irgendwie eine Basis oder so? Okay. Wir haben irgendwo da hinten eine Basis, ne? Ja, schon irgendjemanden. Mal irgendwann die ganze Autobahn hier abgeben. Man kann ja die ganzen Autobahnen hier auch noch entlang laufen. Ja, will ich das? Das geht nicht noch. Ja, bis hier ganz durch, glaube ich. Okay. Nee, muss nicht sein. Wird vertagt. Und dann habe ich noch was gesehen, da konnte man irgendwie so rüber. Ich habe so ein Häuschen. Der Bus ja noch hält, ne? Du bist tot. Finde den Feind! Finde den! Da drüben! Auf sie! Gestrecker Finder!
Oh, hi. Sollst du etwa eine Bedrohung für mich sein? Oder du Schrott, nicht so ein Interesse. Sehr gut. Hey, da war ich doch schon mal. Bin ich mal irgendwie mit Piper hingelaufen, da weiß ich noch. Da wurde ich von den Gunnern zerstört. Jetzt kommt die blutige Rache. Einer. Einfach näher rangehen, dann geht schon. Oh. Ach, da war ich auch schon. Okay. Ja. Da war irgendwie so. Warte mal. Wenn das hier wirklich da ist, wo ich meine, dann ist da irgendwie noch so was, was ich aufschließen konnte. Nur habe ich das jetzt aufgeschlossen oder nicht? Hier. Ja, dann war ich da drin, aber habe danach nicht gespeichert, weil ich verreckt bin, glaube ich. Kommen wir auch mal wieder hier hin. Haben wir mal noch. Ich meine, da drin war noch irgendwas Besseres versteckt. Ja. Eine meisterhafte Truhe? Nein, anscheinend nicht. Injektorgewehr, nehmen wir das mal. Wir sind ja nicht so geläufig. Hey, nimm mal ein paar Sachen von mir. Hör auf, immer so ein Zeug hier mitzunehmen. Ich muss Platz für den ganzen Mist, den ich dir gebe. So. Okay. Gut. Sind wir mal hier zurückgekehrt. Geil. Hat sich nur leider nicht gelohnt. Gut. Aber dann weiß ich wenigstens, wo dieser Weg hingeführt hätte. Nämlich zur Autobahn. Nein, da ist ja nichts. Ich habe ein paar Parts hier schon keine Zeitschrift mehr gefunden. Also in dieser und in der letzten. Das ist zu wenig. So, wie kam ich jetzt hier? Okay. Dann gehen wir mal diesen Pool aus zurück. Gucken mal, was da drin ist. Gut. Wenn ich mal neu, gibt es hier ein paar Frame-Einbrüche. Also fängt das Spiel an zu ruckeln. Hup, 360. Gut. Kübelkopf hier. Ihm würden die Beine abreißen. Das war kein kritischer Treffer, ehrlich. Der hat mich doch nie im Leben gesehen. McCree ist nicht weg. Nicht da, ne? Doch, schieß mal auf ihn. Ah. Das sieht gar nicht viel aus. Aber wenn nur einer da ist, ist okay. Nur einer ist. Ich erledige das schnell. Verdammt, gerade. Ich glaube, ich brauche so ein Nachtsichtgerät. So ein Nachtsicht-Zielfernrohr mit der Magnum. Ich weiß, Kellogg's Pistole. Es ist wie eine Magnum aus Fallout 3, also. Vor allem mit dem Zielfernrohr, was ich da angemacht habe. Und die Magnum aus Fallout 3 war ein bisschen besser. Da geht's noch höher.
irgendwie Angst, dass die Stacheln mir wehtun. Er spielt einfach so. Wie Fallschaden. Nicht so aus, was? Hier gibt's den, ich habe da schon zwei Aufzüge gesehen, ne? Noch einer. Da kann ich ihn hier noch überall hin. Ah, okay. Essen super mutanten Menschen? Oder warum kommt mir erst jetzt so in den Sinn? Würde auch erklären, warum die solche Blutsäcke überall rumhängen. So, wo ist als erstes hin, ist jetzt die Frage. Hier geht's weiter nach oben. Dann gehen wir weiter nach oben. Wahrscheinlich kommt man mit den einen nach unten. Hätte man irgendwie anders hinkommen können oder so. Wohin fahren wir? Nach oben oder nach unten? Nach oben, ne? Können wir schnell speichern. Oh, da sind wir im Ladebildschirm, glaube ich. Das heißt, wir kommen wieder auf der Weltkarte raus, oder? Ja, sieht so aus. So. Wo kommen wir raus? Was? Wer da sagt? Hey! Oh ne, Meister auch noch. Oh Gott, hält der viel aus. Was ist das für eine Waffe? MacReady? Hilf mir! Sie hat noch keine Munition. Hab ich noch nie genehmigt. Mein Gott! Puff! 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 Voll antiklimatik. So, und tschüss, komm! Nein! Puff! 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 Okay, geil. Ja, nicht mehr. Ja, wir sind noch höher hier. Hier gibt es nichts außer diesen kleinen Ort hier, habe ich das Gefühl. Ja, und das ist der Nachteil, wenn man... Wow. Wenn man... so ungeskriptete Sachen hier hat. Hier hätte theoretisch was richtig Geiles drin sein können, aber hier ist nur, ja, zufälliger Loot drin, wie immer. Und ein verdammt starker Gegner, einfach nur. Ich könnte da unten in den Pool springen. Mache ich auch. Ja gut. Dann springen wir mal. Geil. Okay. Ich muss aber nochmal da reingehen, weil wir müssen noch einmal zur Kaffeeterrasse und einmal zum anderen Ausgang. Aufzug. Aber das machen wir in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.